Ja, ich wusste ja, wie es war. Als ich geflüchtet war, gab es ja sowas noch nicht. Da bin ich ja noch so durch Osterwiek-Fienburg im Harz in den Westen gekommen. Aber jetzt dachte ich, jetzt ist alles aus. Jetzt kann überhaupt keiner mehr kommen. Jetzt sperren die das. Das wird ein großes Gefängnis für 17 Millionen Leute, die dort drüben wohnen. Die haben nun keine Chance mehr, wenn sie nicht erschossen werden wollten. Und davon haben sie ja auch genug umgelegt. Und die waren alle jünger als 25 Jahre, der größte Teil. Das muss man sich ja vorstellen. Die sind waffenlos geflüchtet und wurden hinten in den Rücken geschossen. Und 1000 Leute haben so ihr Leben verloren, nur weil sie die Freiheit wollten. Wir hatten ja in Berlin eine Straße, die Bernauer Straße, das wird euch ja bestimmt auch bekannt sein oder ist bekannt, dass da Leute aus dem Fenster gesprungen sind noch, weil sie dann anfingen, die Fenster zuzumauern. Dann bin ich nachher alleine abgehauen und habe versucht und bin in dieser berühmten Bernauer Straße aus einem dreistöckigen Haus runtergehopst. Weil auf der anderen Seite von der Straße, da war West-Berlin und haben die Verwandten gewohnt. Wenn man aus einem dreistöckigen Haus runterhopst und auf diesen Bürgersteig fällt, dann ist ja ganz klar, dass man sich ganz schön was zu Leibe getan hat. Das heißt, überwiegend das rechte Bein. Da ging's oder gab es kein Tanzen oder Ausgehen, nichts, gar nichts. Mit 19 Jahren. Die Jugend war hin. Die Angst ist immer etwas mitgefahren. Ich bin mit 17 Jahren aus der DDR geflüchtet nach Hamburg, um da meine Ausbildung zu machen. Und da konnte ich erst 5 Jahre später meine Mutter wiedersehen, und zwar in Berlin, getroffen, Ost-Berlin. Und als nun der 17. Juni 1961 war, dachte ich, jetzt ist total, jetzt kommst du überhaupt nicht mehr nach Hause. Jetzt musst du hier bleiben, solange das eben geht. Blöde war ja, die nannten das ja den antifaschistischen Schutzwall, als ob sie Angst hatten, dass einer vom Westen nach dem Osten kommen könnte. Und dabei war das nur, dass die eigenen Leute nicht in den Westen gingen, ne?